Heute allerdings die Stunde der Wahrheit in unserem XXL-Restaurant in Bergisch Gladbach. Im Finale wollen die zwei besten Futterer beweisen, wer der wahre Burger-Champion ist. Ihr Objekt der Begierde hat ein Gesamtgewicht von unglaublichen 7,5 Kilo. Julia und Luca treten heute im Mega-Burger-Wettessen gegeneinander an. Wer wird der ultimative Hamburger-Champion? In der Vorrunde schlug Julia die gesamte weibliche Konkurrenz. Fleisch ist wirklich mächtig. Luca verputzte 1,1 Kilo und wurde damit bester männlicher Esser. Ich hoffe, ich schaffe wieder die Hälfte, aber mehr wird schwer. Und ich hoffe, mein Magen verweigert sich nicht nach gestern. Ich habe heute wieder einiges gegessen, also damit der Magen halt wieder in Schwung kommt. Da muss ja auch wieder auf Betriebstemperatur gebracht werden. Auch im normalen Restaurantbetrieb ist im Big Food alles XXL. Pfeffermühle, Riesenburger, 3 Liter Kölsch. Die Renner der Speisekarte, ein 2 Kilo Burger, ein Riesenschnitzel und die 1,2 Kilo Currywurst. Chefkoch Sven weckt mit den Megaportionen den Ehrgeiz seiner Gäste. Man halt so Riesendinge mal gesehen haben. Und sich bestätigen darin, dass sie es vielleicht schaffen. Ganz genau, diesen Ehrgeiz hatten gestern erst diese 10 Kandidaten. 5 Footballspieler und 5 Krankenschwestern. Der Kampf der Geschlechter soll zeigen, wer hat den endlosen Magen und haut sich die Wampe voller als voll. Anfangs schmeckt es noch allen 10 Teilnehmern, doch schon nach kurzer Zeit wird jeder Bissen zum Kampf. Schließlich gewinnen Julia und Luca, sie verdrücken am meisten. Heute nun geht es um den wahren Sieg, das große Finale im Mega-Burger-Wettessen. Doch dafür müssen erstmal neue Zutaten her. In XXL, aus dem Großhandel, versteht sich. Der sieht ja Hammer aus. Sag mal. Ja? Genial. Ungefähr 2,5 Kilo. Ja. Wir haben ja einmal diesen 40 Zentimeter Burger, der ist im Moment der ungeschlagene bei uns im Haus. Und jetzt probieren wir mal einen 7,5 Kilo Burger. 2001 wurde das Big Food Restaurant eröffnet. Die Gäste kommen aus ganz Deutschland. Mittlerweile hat sich herumgesprochen, hier wird wirklich jeder satt. Das sind jetzt so 320 Kilo Pommes, 400 Kilo Schnitzel, circa 300 Hamburger. Und das reicht jetzt alles so fürs Wochenende, vielleicht noch bis Montag einschließlich. Und dann sind wir wieder hier. Julia und Luca müssen beim Wettessen gleich einen Mega-Burger verdrücken, der selbst die Köche schockt. Hoffentlich gehen die mal nicht laufen, wenn die Burger sehen. Mit einem Gewicht von 7,5 Kilo und einem Durchmesser von 50 Zentimetern ist er die XXL-Version des XXL-Burgers auf der Speisekarte. Für mich ist aber schon erschreckend, wie groß der geworden ist, oder? Dann heißt es Vorhang auf für den neuen Big Food-Giganten. Du hast 10 Minuten Vorsprung. Ja. Ich wünsche dir guten Appetit und ich würde sagen, du kannst loslegen. Krankenschwester Julia bekommt aufgrund ihres Fliegengewichts von 56 Kilo etwas Vorsprung, getreu dem Motto Ladies first. Ihr Konkurrent gibt sich trotzdem siegessicher. Die hat ja gestern nur einen halben Burger geschaffen, ich ja fast den ganzen und es klappt schon. Nur das Fleisch ist schon heftig. So ungefähr dreimal so dick wie gestern. Ich bin ein bisschen mutlos. Denk einfach, es wäre ein großer Keks. Ja. Julia, du isst gerne Kekse. Heute auch nicht mehr. Mehr als 5 Kilo Fleisch stecken in den Superburgern, auch für Footballer Luca. Ein schwerer Brocken, doch die Konkurrenten schenken sich nichts. Julia will sich keine Blöße geben und beißt sich tapfer durch, selbst als sie schon mit leichter Übelkeit kämpft. Also sie tut mir wirklich leid, weil das dicke Fleisch ist ja echt der Hammer. Wenn ich einen Burger sehe, bin ich schon froh, dass ich da nicht selber ran muss. Schon ein ordentliches Ding, aber... Julia tut ihr Bestes. 45 Minuten Zeit haben beide Kontrahenten für ihren 7,5 Kilo Burger. Doch Krankenschwester Julia muss vorzeitig abbrechen. Ich kann nicht mehr. Bauch voll. Ich gebe auf. Footballer Luca kämpft weiter für die Ehre der Männer. Doch irgendwann hat auch der 16-Jährige seinen Sättigungsgrad mehr als erreicht. So, ich bin fertig. Die Waage bringt die Wahrheit ans Licht. Julia hat nur knapp 600 Gramm verputzt. Luca hatte 1,3 Kilo. Ich gönn's ihm auf jeden Fall und bin eigentlich froh, dass ich nicht mehr gegessen habe, sonst wäre es vielleicht noch zu einem bösen Ende gekommen. Ich glaube, jetzt für das nächste halbe Jahr reicht's erstmal. Doch wer ein wahrer Big Food Champion sein will, der gibt niemals auf. Ein herzhafter Biss in den Burger-Pokal ist für Sieger Luca daher
Ehrensache.